Tour de France Held Felix Gall wurde am Mittwochabend in seiner Heimatgemeinde Nussdorf-Dewand ein sensationeller Empfang geboten. 50 Meter bei der Tour de France Etappe. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie viele Leute da heute da sind und ich hätte mir nie gedacht, dass es so viel sein werden. Ich bin schon ein bisschen überrascht und sehr beeindruckt, aber es hat mir eine riesengroße Freude bereitet, vor allem, dass das ja in so einem Rahmen passiert ist. Es ist sehr wichtig, ich finde es einfach schön bei uns da in die Berge. Das ist, man ist der Natur nahe und das ist etwas einfach, das mir gefällt, wo ich dann auch die Energie tanken kann, aber wo ich auch optimale Trainingsbedingungen habe. Ja, wenn wir im Land Tirol solche Spitzensportler haben, die ja auch Idole sind für die vielen, vielen Radsportler, die wir in Tirol haben, dann ist es schon auch wichtig, dass das offizielle Land Tirol gratuliert, dass man auch Wertschätzung zum Ausdruck bringt. Und ich muss ganz einfach sagen, es war beeindruckend. Es war beeindruckend, der Start am Stadtplatz in Lienz, das Radfahren bis hierher nach Nussdorf-Dewand ins Stadion, dann der Riesenempfang für den Felix mit so, so vielen Fans, die er da hat. Und ich glaube, da kann man wirklich Wertschätzung und Begeisterung zum Ausdruck bringen. Ja, die Idee ist aus der Emotion heraus entstanden. Also wir waren alle fassungslos und enorm begeistert, was sich da bei der Tour de France abgespielt hat und welche Leistung der Felix Gall erbracht hat. Und das hat uns natürlich eigentlich auch angehalten, was Besonderes für ihn zu machen. Wir haben ja 2015 bei seiner Junioren-WM, haben ihn ja auch hier in der Gemeinde empfangen, aber das war bescheiden. Und ich glaube, es ist uns heute gut gelungen, die Bevölkerung mit einzubeziehen, die Osttaler Radsportfreunde einzubeziehen in diese Veranstaltung und den Felix entsprechend zu würdigen und ihn auch zu begeistern, was sich da heute aufgespielt hat. Also unbeschreiblich. Nicht? Ich meine, da reden wir ja nicht von einer Randsportart, sondern da reden wir eigentlich von einem Volkssport von der ganzen Welt. Nicht? Ich meine, ich selber bin ja sehr sportaffin. Ich glaube, ich habe schon vor 30 Jahren Tour de France geschaut. So etwas war unvorstellbar. Ich habe mir teilweise auch gemeint, das ist ja unwirklich, die ganze Geschichte. Nicht? Wenn ich denke, vor ein paar Jahren war da als Bub noch bei mir gefragt, ob er einen Ferialjob im Bauhof kriegt und so weiter. Nicht? Das war teilweise fast unwirklich. Nicht? Dass da ein Bub aus unserer Gemeinde auf einmal mit den Weltbesten über die schwierigsten Berge der Welt drüber fährt. Sensationell.